Christine, herzlichen Glückwunsch zum einjährigen Geburtstag mit dieser Interviewreihe Women in Work. Ich finde es so mega klasse, was du für tolle Interviews gemacht hast das letzte Jahr. Von so vielen unterschiedlichen Frauen mit unterschiedlichen Herausforderungen und Wegen. Und dass das alles, was du hier gesammelt hast, eine Motivation und Inspiration für viele andere Frauen sein darf. Denn die Herausforderungen sind ja gerade riesig in unserer Zeit. Und ich wollte auf diesem Weg einfach Danke sagen und dir alles, alles Liebe für die kommenden Jahre mit Women in Work wünschen. Fühl dich gedrückt und feier schön. Happy Birthday und herzlichen Glückwunsch, Women in Work. Das ist erst der erste Geburtstag, aber es werden garantiert noch viele folgen. Denn es ist an der Zeit, Frauen, zeigt euch. Alles Gute und liebe Grüße aus der Schweiz. Ja, wenn wir Frauen eine Lebensweise und eine Ausdrucksform gestalten können, die uns glücklich macht und anderen Menschen gut tut, dann reden wir darüber. Danke, liebe Christine, dass du vor einem Jahr Women in Work ins Leben gerufen hast, wo wir andere Frauen und auch Männer dazu inspirieren können, ein glückliches und gesundes Leben zu führen. Happy Birthday! Ein Jahr Women in Work, dein toller Podcast hat Geburtstag. Ich gratuliere dir ganz herzlich zu dieser tollen Idee und danke dir, dass ich bei der ersten Folge dabei sein durfte. In diesen 12 Monaten haben wir viele tolle Frauen erlebt, gesehen, gehört mit ihren Lebensgeschichten. Und ich finde, das ist ein super Beispiel dafür, dass man nicht eine bestimmte Art Frau sein muss, um hier erfolgreich zu werden, sondern dass man mit seinem Sein dieses Konzept nutzen kann und sein Leben doch einmal auf den Kopf stellen darf. So nach dem Motto Sehnsucht nach mehr. Wo soll denn die Reise hingehen? Ich drücke dir beide Daumen und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für die nächsten Monate und freue mich auf weitere tolle Frauen. Dene, ich traue mich sowas selber gar nicht zu machen, aber ich versuche es. Also, ich wünsche euch zu eurem wirklich einjährigem Jubiläum, dass ihr den Podcast macht. Super. Und ich wünsche euch alles Gute weiterhin. Und ich habe sehr gute Feedbacks auch über meinen Podcast, aber über eure alle. Wir hören uns wieder. Ich hoffe, dass es in Ordnung so geht. Ich wünsche euch schönen Abend. Alles Liebe miteinander. Eure Anni. Ciao, ciao. Happy Birthday, Woman at Work. Herzlichen Glückwunsch, liebe Christine, zu diesem super Projekt. Ich bin einfach begeistert, was du da ins Leben gerufen hast. Und ich danke dir, dass auch ich ein Teil davon sein durfte. Nun wünsche ich dir noch viele, viele spannende Interviewpartnerinnen und viel Spaß bei deinem Projekt. Jede Frau sollte ihre Rechnungen selber bezahlen können, sollte ihr eigener Herr sein in Unabhängigkeit und Freiheit. Und es gelingt euch, wenn ihr euch selbst liebt, wenn ihr euch selbst wertschätzt und euch eurer Werte bewusst seid. Dann klappt's und dann gehört die Welt euch. Dankeschön. Ja, hallo, hallo, liebe Christina. Ja, herzliche Glückwünsche zum einjährigen Bestehen dieser fantastischen Plattform, die du da geschaffen hast. Also mich erfüllt es immer wieder mit großer Dankbarkeit, jede Folge wirklich mir anhören zu dürfen und genauso damals deiner Einladung folgen zu dürfen. Also ganz spannend ist jetzt gerade wirklich, dass ich damals im Interview erzählt habe, welche Seelenreise wir hier planen, die möglich ist, einfach aufgrund dieser fantastischen Chance, wie wir unser Leben genießen können. Und ich mache diese Aufnahme gerade wirklich am Strand in Südkorea. Also von hier ganz, ganz viele liebe Grüße und nochmal ein riesen Dank an dich. Tschüss. Happy Birthday, Woman in Work. Und ganz herzliche Gratulation dir, liebe Christine, für ein Jahr Podcast Woman in Work. Vielen lieben Dank, dass ich ein Teil davon sein darf. Ich bin Sue Kammer aus der Schweiz, aus der Region Zürich. Bin Stylistin und Autorin und heute begeisterte Networkerin. Und auf diesem Weg ganz liebe Grüße nach Österreich. Wow, jetzt gibt es Women in Work bereits ein ganzes Jahr. Und ich freue mich sehr darüber. Ich hoffe natürlich, dass künftig sich noch viel mehr Menschen getrauen, über den eigenen Tellerrand hinauszutreten, um so ein noch erfüllteres Leben führen zu können. Liebe Christine, deine Podcasts sind ein echtes Geschenk für jede Frau, auch für jeden Mann, für jeden Menschen, der sie hört. Die Art, wie du die Fragen stellst und was wir
in den Interviews erfahren dürfen, wie du den Frauen ihre Geschichten entlockst und ganz, ganz tief ins Herz schaust und wie du das mit uns teilst und uns daran teilhaben lässt. Das ist was ganz Großartiges und dafür sage ich Danke und Gratulation und weiter so. Deine Kerstin aus Reutlingen. Hallo, liebe Christine. Ja, aus Nepal möchten wir dir ganz herzlich gratulieren zu deinem einjährigen Bestehen der Plattform Women at Work, eine sensationelle Plattform, wo du erfolgreiche Menschen und Frauen vorstellst im Empfehlungsmarketing. Und mein Name Renate Krüger-Rothe, ich war eine davon. Jetzt kann ich meine Träume leben. Das ist so wunderbar. Und ich bin hier mit zwei wundervollen Frauen, mit denen ich gemeinsam diesen Weg im Empfehlungsmarketing gegangen bin, hier in Nepal, und wir haben uns einen Traum erfüllt. Wir waren erst 4 Wochen in Indien und sind jetzt seit 2 Wochen in Nepal, haben hier unglaublich tolle Dinge erlebt, sind aus ganzem tiefsten Herzen dankbar. Und ich möchte auch nochmal Danke an dich sagen für die wunderbaren Geschichten, die wir gemeinsam durch Women and Work in all den vielen vergangenen Wochen hören durften. Und sag mal herzlichen Dank. Jetzt möchte ich meine liebe Freundin Heike euch vorstellen, die auch hier auf dieser Reise ist. Und wie ihr seht, ich stehe vor der Stupa mitten in Kathmandu. Liebe Heike, komm doch einmal zu mir und ich gebe dir einfach mal die Kamera. Danke dir, Renate. Ja, liebe Christine, ich möchte mich den Worten von Renate anschließen und mich nochmal recht herzlich bedanken für deine tolle Plattform Women in Work. Dort gibst du den Menschen, den vor allen Dingen Frauen, die Ermutigung, wirklich ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und was anderes im Leben zu bewirken, für andere und für sich selber, für die Menschen. Und ich kann auch nur sagen, ich stehe hier jetzt voller Kraft und voller Energie, weil ich mit zwei tollen Frauen eine Reise unternehmen durfte, 6 Wochen lang. Leider geht sie jetzt zu Ende. Morgen geht unser Flug nach Hause, nach Deutschland. Aber was hat mir das alles ermöglicht? Genau unser Netzwerk, in dem wir uns hier kennengelernt haben, Christine. Also auch nochmal dafür Dankeschön für deine Bereicherung in deinen Podcasts. Vielen, vielen Dank. Und mehr, damit schließe ich jetzt mit den Worten, ich wünsche allen Frauen, wirklich in Freiheit leben zu können und einfach auch den Mut zu besitzen, andere Dinge einfach mal zu bewegen, mal was ganz anderes zu tun und gemeinsam sich vielleicht auch anderen Frauen anzuschließen. Und in dem Sinne, vielen Dank für deine immerwährende Ermutigung. Herzlichen Dank und bleib dabei mit Women in Work. Ja. Ciao. Ciao. Glückwunsch zum einjährigen Women in Work. Danke, Christine, dass du das ins Leben gerufen hast. Es ist eine wunderbare Sache, die allen Menschen gut tut. Alles Liebe weiterhin. Tschüss. Happy Birthday fürs erste Jahr Women in Work. Inspiration, Information und Mut für alle Frauen, selbstständig sein, ungebunden sein und die Chance ergreifen. Happy Birthday fürs erste Jahr. Ciao. Women in Work feiert seinen ersten Geburtstag. Wie ihr wisst, ist ja Women in Work eines meiner Herzensprojekte, um Frauen da draußen, die nach Veränderung suchen, hier eine Plattform zu bieten. Ich danke allen meinen Interviewpartnerinnen, dass sie ihre Geschichte mit uns geteilt haben und dass wir gemeinsam die Leben vieler Frauen schon positiv verändern konnten. Ich freue mich auch über euer tolles Feedback, dass wir das ganze Jahr über erhalten haben. Und durch diese Resonanz freue ich mich auch, dass wir im kommenden Jahr Women in Work weiterleben lassen können. Ich wünsche euch in diesem Sinne wunderschöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und alles Liebe für die Zukunft. Eure Christine Lassell.